Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit dem Spotlight zu der Polkadot-Tylomelania. Viel Spaß! Ja, heute soll es so um eine meiner Lieblingsschnecken gehen, und zwar um eine Tylomelania-Art. Ich werde Tylos, also jetzt als Kurzform ausgesprochen, Tylos in verschiedenen Videos behandeln. Es gibt ja doch recht verschiedene Arten, jetzt alle versuchen unter einen Kamm zu scheren bzw. unter ein Dach zu setzen, wird recht schwierig. Heute soll es mal um die Variante Tylomelania SP Yellow Spotted oder auch Polka Dot gehen. Das ist eine Variante mit einem recht dunklen, anthrazit, fast schwarzfarbenen Fuß mit gelben Flecken drauf. Daher auch die Bezeichnung Polkadot oder auch Yellow Spotted. Nicht zu verwechseln mit Golden Spotted. Das ist wieder eine andere Art. Die Schnecken kommen ursprünglich aus einem der Seen, aus dem Malalin-Seensystem von Sulawesi, sprich in dem Fall von dem Posso-See. Es gibt drei große Seen auf Sulawesi. Das ist einmal der Matanao-See, der Posso-See und der Tuvuti-See. Mit die meisten Arten, die wir bei uns in der Aquaristik bekommen können, sind aus dem Posso-See, manche auch aus dem Matanao-See, aus dem Tuvuti nur ein paar Arten, aber der Posso-See hat so die meisten Farbvarianten bei Tylomelanias. Die Tiere können bei einem pH-Wert von 7,5 bis 8,5 gehalten werden. Gängige Temperaturen 23 bis ca. 31 Grad, wobei ich persönlich erst ab 25 Grad aufwärts empfehlen würde, da man hierbei doch recht schnell merkt, dass sie aktiver werden, gefühlt umso höher die Temperatur ist. Also auch hier wirklich sehr warmwasserliebende Tiere. Sie halten einen deutschen Härtegrad von bis zu 8 aus und eine Gesamthärte von bis zu 14. Das ist auch recht in Ordnung, würde ich sagen, bei den meisten. Worauf ich achten sollte bei den Tieren, ist bei der Aquariengestaltung zum einen das Thema Größe. Es gibt verschiedene große Arten der Tylomelanias. In dem Fall haben wir eine Art, die auch durchaus recht groß werden kann, bis ca. 10 cm Gehäuselänge. Also unter 30 Liter würde ich nicht anfangen, im Idealfall 60 Liter aufwärts. Der Bodengrund sollte am besten nicht spitz sein, sprich Sand, gerundeter Kies, ähnliches, da die Schnecken doch recht gerne im Aquarium hin und her wühlen. Ihr müsst euch damit abfinden, dass sie wahrscheinlich auch Pflanzen ausgraben mit der Zeit. Basalt funktioniert bei manchen Leuten auch, habe ich schon gesehen, habe ich selber persönlich noch nicht probiert. Wäre mir die Gefahr ein bisschen zu hoch, dass der zu spitz ist an den Kanten und sie sich eventuell am Fuß verletzen bzw. immer erschrecken und sich dann ins Gehäuse wieder einziehen, wenn sie probieren, über den Boden zu kriechen. Ja, wie bereits angesprochen, können die Tiere bis zu 10 cm in dem Fall an Gehäuselänge kriegen. Das hängt aber, muss man dazu sagen, hauptsächlich davon ab, wie sich mit der Zeit auch die Spitze des Gehäuses abnutzt. Wenn ihr die Tiere bei Idealwerten pflegt, eine gute Ernährung habt, kann es auch durchaus sein, dass die Gehäusespitze recht wenig abgenutzt wird. Da wir oft im Tierfachhandel auch Wildfänge erhalten, sind sie oft dann schon um 2-3 cm am Ende abgeschliffen. Sprich, ihr habt dann eigentlich schon fast adulte Tiere, semi-adulte Tiere, die dann aber nur in der Relation 4-5 cm vielleicht lang sind, einfach nur weil schon 2-3 cm von der Gehäusespitze abgenutzt sind. Genaue Belege, wie alt sie werden können, gibt es noch nicht. Man vermutet so circa 5 bis 6 Jahre, bis das Maximalstadium des Wachstums erreicht ist. Also von meinem Bauchgefühl her hätte ich das auch so unterschrieben. Also meine älteste in der Anlage, wenn ich mich recht zurück entsinne, ist so circa bei 5 Jahren rum. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr großes Tier, muss man dazu sagen. Ansonsten, was die Vergesellschaftung angeht, hier auch nochmal die Bitte darum, schaut, dass ihr die Tiere entweder in Artbecken haltet oder in reinen wirbellosen Becken, wo sich Wirbellose auch drin befinden, die den Schnecken nicht nachstellen. Sie sind relativ groß, sie bekommen mit der Zeit relativ lange Fühler. Ich kriege oft auch zu sehen und zu hören, dass die Leute Probleme mit den Schnecken haben, dass sie nur im Gehäuse rummachen. Dann lasse ich mir mal ein Bild schicken und dann sieht man am Ende meistens dann auch, dass die Fühler schon komplett abgeknabbert sind, dass sich dann rausstellt, dass die Fische hinterher waren, weil sie natürlich im Futter waren, auch denken, dass diese Fühler Würmer oder ähnliches sind und dann probieren, diese abzuknabbern. Tut den Schnecken einen Gefallen, entweder Artbecken oder wirbellosen Becken mit Tieren, die den Schnecken nicht nachstellen. Auch so schön sie sein mögen und man sie am liebsten überall einsetzen würde.
Ihr habt auch das Problem, Thylomenanias sind absolute Allesfresser. Das heißt, wenn ihr die im Worst Case probiert, in ein schönes Aquascape einzusetzen, die wird euch das komplette Becken leer mähen. Die fressen wie Scheunendrescher, muss man wirklich dazu sagen. Die fressen en masse und das wirklich alles. Ich persönlich versuche den Tieren eine recht abwechslungsreiche Futterzusammenstellung zu bieten, sprich 2-3 Tage in der Woche, wo es Gemüse- und Laubfutter gibt, an 2 Tagen Mineralstofffutter für den Gehäuseaufbau und an einem Tag oder auch manchmal 2 Tage der Woche, das mache ich nicht immer gleich, ein recht proteinreiches Mainfeed. Ich fütter die Tiere nur mit Garnelenfuttern bei mir, das reicht vollkommen aus, da habt ihr alles, Gemüsesticks, Laubsticks, proteinreiches Mainfeed und auch Mineralfutter, in dem Fall gibt es auch für Garnelen, also auch speziell für Thylos. Achtet darauf, dass ihr die Becken nicht zu clean haltet. Die Schnecken wühlen wirklich sehr, sehr gerne in Mulm. Setzt auch gerne mit der Zeit Laub ein. Meine persönlichen Favoriten, die gut bei den Tieren funktionieren, ist Walnuss, Haselnuss und Brennnessel. So Sachen wie jetzt zum Beispiel Eiche, Buche, ähnliches wird nicht wirklich gut angenommen, aber Nusshölzer bzw. Nusslaub als auch Brennnessel und auch Seemandel natürlich funktioniert bei den Tieren super. Bei Seemandel bitte aber auch aufpassen, das haut euch mit der Zeit den pH-Wert wirklich tierisch in den Keller. Was die Vermehrung der Tiere angeht, sie sind getrennt geschlechtlich. Ich habe auch auf meinem Channel wirklich ein sehr, sehr altes Video, wo man eine Paarung beobachten kann. Sowas ist wirklich sehr selten. Gerne da auch mal mit reinschauen. Wenn ich dran denke, versuche ich es unten mit zu verlinken. Wenn die Tiere dann befruchtet sind, könnt ihr damit rechnen, dass ihr alle circa 6 bis 8 Wochen ein einziges, also wirklich ein einziges Jungtier erhaltet. Also die vermehren sich wirklich nicht wie die Plage. Das ist in dem Fall wirklich sehr überschaubar. Kann manchmal auch ein bisschen länger dauern. Es kommt ein komplett fertiges Jungtier raus. Da habt ihr erst wie so eine kleine weiße Eihülle. Die löst sich mit der Zeit so milchig trübigen Stoffen im Wasser auf. Und dann kriegt ihr unten ein kleines Schneckchen raus und fängt direkt schon an zu fressen und im Mulm rum zu wühlen. Also wirklich, was die Vermehrung angeht, sehr überschaubar. Ja, zum Schluss noch meine persönlichen Tipps zu Thylomelania, Polkadot in dem Fall, ist so eine meiner Lieblingsvarianten, hauptsächlich wegen der Optik, wegen dem interessanten Aussehen mit den gelblichen Flecken. Bietet den Tieren gerne ein großes Becken auch, einen Bodengrund, in dem sie sehr gut wühlen können. Was sich bei mir rauskristallisiert hat als Tipp, macht den Boden nicht zu dick. Sie sind nicht wie Turmdeckelschnecken, da sie gefühlt bis zum Bodengrund hinuntergraben. Thylos sind, habe ich beobachtet, in den meisten Fällen Oberflächengräber, sprich sie graben auf den ersten 2-3 cm. Das, was unten drunter ist, ist verlorener Raum, sprich auch Raum, an dem sich Faulgase bilden könnten. Bietet den Tieren viel Futter an. Ihr werdet sehen, das wird recht zügig aufgefressen. Klar, jetzt natürlich in der Relation nicht übertreiben. Schön beobachten, ob es auch wirklich gefressen wird, das Futter. Aber ich habe da in dem einen Becken so circa 10 adulte Schnecken und so 20, 25 Nachzuchten. Da gehen schon mal locker 5, 6 komplette lange Futtersticks drauf und die sind in 2-3 Stunden ratzeputz weggefressen. Laub gerne mit rein. Wie gesagt, auch bei Seemandel aufpassen, dass ihr nicht zu viel reinhaut, sonst sinkt der pH-Wert zu stark. Und was ich jetzt auch über die letzten paar Jahre beobachtet habe, setzt am besten über 25 Grad an. Damit tut ihr den Tieren Gefallen, sie wirken definitiv aktiver und ihr habt letztendlich auch mehr davon, weil ihr die Tiere mehr beobachten könnt. Sie schnecken mehr rum, fressen vielleicht auch mehr, fühlen sich mehr wohl, kriegen mehr Nachwuchs und so weiter. Ich habe Thylos schon seit den Anfängen, als es damals die Erstimporte vor circa 10-11 Jahren gab, gehabt und kann euch das wirklich sehr ans Herz legen. Ansonsten, wenn euch das Video in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch eine Thylo-Art bei euch in den Becken habt und was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ansonsten, vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute, und wie immer, schönen Sonntag noch, ciao, bis dann.